Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns Assassin's Creed Shadows, das erweiterte Gameplay-Walkthrough von der Ubisoft Forward an, vom Summer Game Fest. Ich würde sagen, wir schauen gleich hinein. Let's go. Das Ganze schön in 4K diesmal. Beim Summer Game Fest war es ein Stream und daher war die Qualität, naja, nicht unbedingt so gut. Und jetzt hier schön in 4K. I tread my own path in this divided land. Diese Wälder. Fukuchiyama. Wow. Last. The fields are busy. Big harvest requires many hands. Die Musik. So gut. Schön, wie sich alle verbeugen vor uns. No, wie süß. Natürlich kann man die wieder streichen, ist klar. Well, you are a friendly beast, are you not? This way, I beg you. Hurry, sir. Please. Right behind you, little one. Oh, Baba. Wenn man das so mit Mirage vergleicht, oder auch Origins, sieht man wirklich sehr viele Details, die herausstechen, finde ich. Als bei den anderen Spielen. Und vor allem jetzt hier zum Beispiel, die Grafik hier des Baumes sieht unglaublich schön aus. Und auch die Schatten sehr scharf und klar. I brought someone. Ikimaru. I wonder where you went. Ziemlich nice. Ah, a samurai. One that does not hail from these lands. I am a stranger, yes. But you have nothing to fear from me. Ha! I have enough to fear from the men of Kuchiyama. They abuse their power, taxing us again and again, leaving us only scraps. I bet they are in the market now, along the main road. A stranger might make good merit, ridding a village of a threat like these men. Is that so? Then I shall see it done. For this life, if not the next. Was mir jetzt hier in dieser Szene gerade aufgefallen ist, ich spule noch mal ein kurzes Stückchen zurück. Seine Haare sehen unglaublich detailliert aus. Man sieht hier einzelne Strähnen. Aber zum Beispiel von der Frau oder die, ja, dem NPC sehen die Haare ein bisschen so viel anders aus als bei ihm irgendwie. Nicht so detailliert. Also irgendwo muss man natürlich Abstriche machen und ja, es ist auch Work in Progress, steht ja hier auch. Aber trotzdem, das ist mir gerade aufgefallen, finde ich. That's all. Then I shall see it done. For this life, if not the next. Aber Haare sind ja sowieso in Games immer schwierig darzustellen. Weil jeder macht's anders, überall sieht's anders aus. Mal besser, mal schlechter. Und ja. Ziemlich schwierig, denke ich, das zu machen. Auch mit der Physik dahinter, dass sie sich im Wind bewegen und so weiter. Also ja, es ist Meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Ja,
Auch schön, falls das Ganze hat, ist, dass beim normalen Laufen angezeigt wird, schön minimalistisch. More division among the people here. More corruption. Boah. Such beauty, shadowed by suffering. Oh ja, sehr schön. Und mit diesen Kirschblütenbäumen. What is happening here? This isn't your fight, Samurai. Fujio Kajiro. I told you, keep walking. Ah, da kommt das Ganze hart hervor. Ich weiß gar nicht, war das bei den anderen Games auch so, dass beim Kämpfen jetzt das Ganze hart hervorkam? Ich bin mir da gerade nicht so sicher, weil ich habe vor allem Origins sehr viel gespielt, aber da bin ich mir gerade nicht sicher, wie das da war. Aber auf jeden Fall schönes Detail. Auch schön mit der Physik hier, mit diesen Tomaten sind es, glaube ich, die beim Schlagen hier herumgeflogen sind. Aber wenn man das schon macht, finde ich, sollten die Tomaten auch physikbasiert sein, wenn man ja über sie drüber läuft. Weil, wie man hier manchmal sieht, laufen die Leute einfach durch die Tomaten durch. Ist jetzt ein ganz kleines Detail, was mir wieder aufgefallen ist beim Durchsehen. Schon beim ersten Mal. Und auch bei der Waffe sieht man nachher, das Blut, das dran ist, verschwindet. Finde ich jetzt auch wieder so ein Detail, was eigentlich ja unnötig entfernt wurde, könnte man sagen. Weil es schon ziemlich auffällt, finde ich. Aber das Game ist viel brutaler. Oder kommt einem zumindest so vor. Hast die letzten Teile. Junge. Make your peace. Direkt all. There's another. Up the road with the castle. Corrupt samurai named Fujioka. Protector turned to persecutor. Greed cannot rule this village. Not while I have breath in my lungs and a blade in my head. I said kill him. Genau, schick den Knappen vor. I wash away his failure with your blood. Diesmal mit dem Katana, vorher mit dieser anderen Waffe. Cool, dass man Rüstungsteile abschlagen kann. Who do you think you are? For the people? I am justice. Boah, nice. Cooler Effekt, was im Spiel drin ist. I was going to handle that. Too slow. What did you find? This samurai has been stealing from the villagers. He has been starving the people here for some time. So now we know who he worked for. A daimyo in Fukuchiyama Castle. We should go. Not before we send our allies to look for him. He'll be difficult to find. Ich
kleiner Blick auf die Map. Der Daimyo. He's there. Who will take the lead? We can sneak in. Or charge through the front gate. Das ist eben auch cool. Jetzt sieht man, wie das Ganze funktioniert mit den zwei Charakteren. Man kann also während Mission entscheiden, ob man es auf die eine oder andere Weise machen kann oder machen will. Leise oder Rambo-mäßig. Und dann kann man sich zwischen den beiden entscheiden und spielt dann die Mission mit diesem Charakter weiter. Finde ich eine coole Lösung. Ob man jetzt im Fliegenwechsel wechseln kann, also während der Open World auch wechseln kann, das ist, glaube ich, noch offen, die Frage. Werden wir dann sehen. Aber cool, dass man das ebenso wie entscheiden kann. Und dann verlaufen wahrscheinlich auch die Missionen ganz anders, je nachdem. No one will see me coming. They will not stand a chance. But be careful in there. Don't worry. I won't be alone. It'll be me and the shadows. In the shadows. To serve the light. I'll go straight for the daimyo. When fighting a snake, why wrestle the body when you can slice off the head? Das ist sehr nice. Ein Attentat von oben. Und man kann um Ecken schauen und in Deckung gehen. Das war, glaube ich, bei den früheren Teilen mal möglich. Und dann wurde das rausgenommen und jetzt geht's dann wieder offensichtlich. You're mine now, Snake. Man sieht schon, man hat sehr viele Möglichkeiten, sneaky vorzugehen. Ich glaube, ich würde dann eher diesen Pfad wahrscheinlich häufiger wählen. Und erst, wenn es eskaliert, Rambo-mäßig durchgehen. Dieser Haken ist cool. A grave, huh? Das sah ziemlich brutal aus. Aber wie man sieht, kann man auch Leute ausknocken. Und somit keinen Zivilisten eigentlich schaden. Diese Szene war cool. Oder ist cool, besser gesagt. So wie man es kennt aus den Filmen. Durch diese Türen durch. Zu leisten. Und eben im Schatten bleiben. He's coming. I need to hide. Auch die Frage, kann man das überall machen oder gibt es da bestimmte Punkte? He's coming. I need to hide. Habe ich jetzt nicht gesehen, ob irgendwas gedrückt wird. Wenn man das überall machen kann, wäre es cool. Denn dann kann man so ein bisschen selber planen, wie man was angehen möchte. Dies in the street at the hands of some stranger.
Lord Hayashi. And then you serve me scalding tea. Besides ruining its delicate flavor, I nearly lose my tongue for business. Fujioka must have been the samurai Yasuke took out. Good riddance. Take your tongue. A daimyo like that deserves a slower death than the one I'm about to give him. Das ist auch unglaublich cool. Wenn man dann da durch dieses Blasrohr schnauft, um länger unter Wasser zu bleiben. Ein bisschen die Physics-Effekte hier zeigen mit dem Bambus. Leider ziemlich schnell weg. Nimmt so ein bisschen Immersion raus. Das Spiel wird nice. To being allies then. Wow. Was für Szenen. Assassin's Creed Shadows. 15. November. Alter Schwede. Diese ganzen Trailer machen echt Bock drauf. Ich weiß ja, ich habe zwar auch bei Assassin's Creed Mirage gesagt, ich werde spielen und ich habe es eigentlich auch noch vor. Allerdings wollte ich eigentlich auch die ersten Teile mal spielen, aber da läuft irgendwie der erste Teil bei mir nicht ganz auf dem PC, keine Ahnung wieso. Und ja, Origins und Valhalla sind halt sehr große Spiele. Die brauchen ziemlich viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ich damit anfangen soll. Aber ich werde mal schauen. Auf jeden Fall, ich tauche da schon hinein in diese Assassin's Creed-Reihe hinein. Das ist klar. Bei diesem hier auf jeden Fall. Ich habe es vorbestellt, wie gesagt. Ich werde spielen und auspacken, die Collector's Edition. Und ja, ich bin gespannt darauf und freue mich ziemlich darauf. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim anderen Video. Haut rein. Tschüss.